Es war eine unangemeldete Demonstration gegen Gentrifizierung. Leider auch mit Gewalt und Gegenständen, die immer wieder auf der Straße in Brand gesetzt wurden. Eine geschmolzene Mülltonne, Barrikadenreste und verkohlte Gegenstände. Sogar die Fahrbahn ist verbrannt. Alle 10 Minuten patrouilliert die Polizei. Das sind die Spuren von der hitzigen Nacht in Friedrichshain. Angefangen hat es gestern Abend mit einem Straßenfest. Mehrere Hausprojekte haben eingeladen zur langen Nacht der Rigaer Straße. Ein Aufruf zur Gewalt wegen der neuen Eigentumswohnungen im Kiez, dem nach Polizeiangaben etwa 300 Menschen gefolgt sind. Und zwar wurde gestern von mehreren Personen auf der Rigaer Straße ein Feuer entfacht. Insgesamt 3 Feuerstellen. Und die wurden so groß, dass es drohte, auch auf abgestellte Autos überzugreifen. Deshalb griff die Polizei ein und da wurden die Beamten von den Personen angegriffen, mit Flaschen beworfen, mit Steinen beworfen. Der Kiez um die Rigaer Straße ist im Wandel. Neue Häuser mit Eigentumswohnungen und Brunch am Vormittag, wo in der Nacht noch die Barrikaden brannten. Also.